willkommen am Stand der Röhmheld-Gruppe, dem Markt- und Innovationsführer für Spanntechnik. Herzlich willkommen, Frau Salif. Herr Rausch, welche Neuheiten gibt es denn aus dem Bereich der Spanntechnik zu sehen? Ja, wir haben wieder einige neue Produkte aus der Röhmheld-Gruppe für die Spanntechnik, die wir gerne hier vorstellen. Und ein Highlight ist bei uns unter dem Aspekt der Industrie 4.0, die Sensorik im Bereich der Spanntechnik. Und das würde ich Ihnen gerne gleich mal vorstellen. Herr Rausch, können Sie mir denn nochmal die Besonderheiten der Messenneuheit genau erklären? Gerne. Also hier haben wir im Bereich der Sensorik die neuen Schwenkspanner, die im Prinzip ermöglichen, dass man Werkstückfehler schon im Vorfeld erkennen kann, weil die Spannfehler führen natürlich bei den Werkstücken zu Ausschuss. Neben den grundlegenden Dingen, dass wir erkennen, ist ein Werkstück eingelegt oder falsch positioniert, können wir natürlich noch ganz andere Dinge auch dort ermitteln. Da würde ich Sie gerne mal bitten, Frau Saleschke, den Knopf zu drücken. Ja, jetzt sehen wir eigentlich die Daten, die wir abrufen können, optimal gespannt. Und auch die Kräfte, die dort eingeleitet sind, sind alle in Ordnung. Und wenn Sie jetzt mal an dem kleinen Hebel ziehen, dann sehen wir, dass Ihre Krafteinleitung hier schon diesen ganzen Prozess beeinflusst. Das heißt, hier simulieren wir ganz einfach den Prozess während der Bearbeitung. Wir können dann hier auch ableiten, ist das Werkzeug noch scharf, haben wir jetzt erhöhte Kräfte, kommen andere Dinge rein und können sofort auch dann analysieren, an welchem Spannpunkt das Ganze geschehen ist und haben sofort auch einen Ansatzpunkt, wenn es zu Problemen kommt oder zu Ausschuss. Und neben den Querkräften können wir natürlich auch eine vorbeugende Wartung machen. Das heißt, wir können hier auch an der Linie erkennen, dass der Druck stabil ist. Sollte es zu einer Leckage, warum auch immer durch Verschmutzung oder so kommen, würde der Druck leicht abfallen. Das kann man in einem Grenzbereich definieren. Wir könnten sagen, okay, hier ist eine Wartung erforderlich. Auch wenn es dann mal zu einem Komplettausfall oder so kam, können wir das sofort monitoren. Und das sind die Vorteile, die wir hier und noch vieles mehr gerne zeigen wollen und in Zukunft unseren Kunden zur Verfügung stellen wollen. An der Stelle würde ich Sie gerne zu unserem Herrn Hartmann bringen. Der hat auch einige neue Artikel im Bereich der Nullpunktspannsysteme, die er Ihnen gerne erklären würde. Neuheiten erwarten die AMB-Besucher auch von der Produktreihe Stark Nullpunktspannsysteme. Um welche Neuheiten handelt es sich denn explizit? Was wir hier sehen, ist ein Nullpunktspannsystem Speedy Hydratec. Wir haben hier vier Spannpunkte, allerdings wird nur auf drei Punkte erstmal festgespannt. Der vierte Spannpunkt, der gleicht sich ans Werkstück an und wird in dieser Position dann auch geklemmt. Dadurch wird das System ans Werkstück angepasst, das Werkstück wird beim Spannen nicht verzogen. Können wir das uns denn mal direkt schon vor Ort angucken? Ja, klar. Wir haben hier einen Schalter für die Steuerung. Sie können hier umschalten auf gelöst. Das Aggregat läuft an, das System hebt das Werkstück aus. Und umgekehrt, wenn Sie den Schalter wieder umlegen, sehen wir, wie das System das Werkstück einzieht. Erst auf drei Punkte. Der vierte Punkt gleicht sich ans Werkstück an und wird in der Position geklemmt. Das Werkstück wird nicht verzogen. Das Speedy Hydratec spannt jetzt sicher mit 4x20 kN. Vielen Dank, Herr Hartmann. Und wir gehen direkt zu Herrn Born von Hilmar, Spannsysteme und Maschinenschraubstück. Herr Born, neben der Messneuheit der MCP liegen die Themenschwerpunkte auf Automatisierung und das verzugsfreie Sparen. Können Sie das denn mal genau zeigen? Ja, sehr gerne, Frau Saleschke. Wir steigen hier direkt am Beispiel des TS-Turmspannsystems ein mit Anforderungen aus der Automatisierung. Gerade im Bereich der Horizontalmaschinen kommt aus unserem Kundenkreis immer mehr die Anforderung, auch hier Teilehandling durch Roboter zu machen, um mehr in mannlose Schichten, mehr Maschinenlaufzeit reinzubekommen. Und hier haben wir jetzt als Messe-Neuheit entwickelt das hydraulische TS-Turmspannsystem. Ich möchte Ihnen das gerne mal vorführen. Wir haben zwei voneinander getrennte Spannstellen. Der Hydraulikblock ist hier oben vollkommen gegen Späne und Eindringen vom Kühlmittel gekapselt. Und wir haben die bekannte standardisierte Führung und Abdichtung im TS-Turmspannsystem. Wir können jede Spannstelle separat öffnen und schließen. Wir können also auch unterschiedliche Spanndrücke und damit auch unterschiedliche Spannkräfte einleiten.
Das wiederum ist sehr interessant, wenn die Kunden nach der Fertigungsphilosophie arbeiten, auf Spannung 1 und auf Spannung 2 in der unteren Spannsteuerung. Hier haben wir also eine durchaus praktikable und flexible Lösung für die Vollautomatisation in horizontalen Bearbeitungszentren geschaffen. Gerne können wir uns jetzt mal den zweiten Themenschwerpunkt ansehen. Das ist das verzugsfreie Spannen. In der Produktion von leistenförmigen Bauteilen, ob das jetzt Führungsschienen sind, ob das aus Aluminiumprofilen im Fensterbau oder so besteht, es ist immer die gleiche Aufgabenstellung. Das Rohmaterial, wenn es für die erste Aufspannung zur Maschine kommt, ist nie ganz gerade. Es gibt immer gewisse Verzüge in den Rohmaterialien. Wenn man dann in die Aufspannung geht, werden solche Materialien alleine durch die Spannkraft verspannt, verzogen. Und wenn dann eine Bearbeitung durchgeführt wird, die Spannkraft wird weggenommen, geht dieser ganze Verzug wieder aus dem Bauteil raus und die hergestellten Genauigkeiten in der mechanischen Zerspannung sind nicht mehr gegeben. Das bedeutet zum einen sehr aufwendige Vorrichtungen oder sehr viel Nacharbeit an den Bauteilen. Und diese Aufgabenstellung haben wir uns hier angenommen in Verbindung mit dem Spannsystem MCP. Ich möchte Ihnen das hier mal demonstrieren. Ein langes Bauteil, Rohmaterial, nicht eben. An den äußeren Spannstellen holen wir die Positionierung. Damit ist das Bauteil an den äußeren Enden gepackt, gespannt und positioniert. Die mittlere Spannstelle ist positionsflexibel gelagert. Somit kommen wir jetzt hier durchs Betätigen der Spannstelle, schwimmen wir das Spannsystem förmlich ans Bauteil ran. Eine Backe legt sich an und zieht die andere Backe nach, so dass wir jetzt die Spannkraft aufbauen können, ohne dass das Bauteil durch diese äußere Spannkraft weiter verformt wird. Somit reduzieren wir hier wesentlich den Vorrichtungsaufwand und wir vermeiden jegliche Nacharbeit. Und dann verabschieden wir uns mit spannenden und interessanten Einblicken von der Rohmheld-Gruppe.